Weil wer sagt? Oh Gott, waren die beiden Giraffen, Jule? Weiß es nicht. I wonder if it was Kaiser's doing. What? A trick to slow us down. Hallo, ich bin eine Schatzkiste. I'm a plot cube. Naja, wirklich. Das ist ein Borg-Raumschiff. Ja. I remember. The blocks have changed position. Looks like we can cross. Looks like. Aber ich will den Kack-Check-Tus noch nutzen. Level of Chaos, Chaos Blocks. Weißt du, wenn eines Chaos für mich verkörpert, dann ein. Wohlgeordnete Wurf. So ein Ding, so ein geordnetes Jedi-Holo-Labyrinth, wo ich kontrolliere, wie die Blöcke sind. Das ist einfach das Chaotischste, was ich hier gesehen habe. Und das Wort Jedi-Holocron, ich meine, ich kenn's auch, aber also das ist eine der nerdigsten Sachen, die du hier gesagt hast. Woher weißt du, was ein Jedi-Holocron ist? Nur von welchem Aspekt des Extended Universes weißt du, was ein Holocron ist? Old Republic oder Rebel zum Beispiel? Okay. Ja, die sind in den Spiegel. Oder Clone Wars. Jesus Christ, Game. Ja, in den Cartoon-Serien sind die halt drin. Achso, ja, stimmt, du hast ja auch Clone Wars und Rebels geguckt. Clone Wars geguckt, genau. Ich glaube, dann kann ich das drehen, dann bin ich da. Ich glaube, das passt. Clone Wars, die Serie, die Anakin Skywalker Charakterisierung gegeben hat. Ja, das ist wirklich so. Der war ein Pilot in Episode 1 und in 2 war der wütend. Ja. Und in 3 auch. In Episode 1 hat er Spinning versucht, weil das ist ein guter Trick. Spinning? Ach ja, mit dem Spin. Ja, ja. Ich versuche mich zu drehen, das ist ein guter Trick. Also, was macht er? Was ist das? Gleichzeitig fliegt er geradeaus, jedoch bewegen sich die Flügel in einer Achse, wie ich es noch nie gesehen habe. Welch legendärer Pilot, wenn wir doch nur dieses Manöver vorher schon gekannt hätten. Warte mal, wie? Das dreht sich einfach nur zur Seite, Dreht sich jetzt nochmal zur Seite, genau. Also kann ich einfach draufstehen. Ja, du fällst nicht runter. Das dreht sich auch nochmal komplett um. Aber hier führt es jetzt nur irgendwo hin? Rechts neben dir? Rechts? Gerade hin? Nee. Okay. Aber ich komme da doch trotzdem nicht hin. Aber vielleicht kommst du nach da oben gleich. Ach so, ich hätte da unten gemusst. Von der unteren Seite, von dem unteren. Jetzt kommst du nach unten rechts, theoretisch. Unten rechts? Jetzt da unten hättest du jetzt gerade weiter gekonnt, glaube ich, wenn... Na, da hätte ich weiter gekonnt. Was meinst du? Na. Hier bewegt sich ja nichts, hier fehlt ja nichts. Und jetzt hier oben ist nichts? Nee, ich muss, wie gesagt, da unten. Da kann, jetzt weiß ich nicht, ob ich da hin muss, aber da konnte ich gerade drauf. Wenn es sich noch zweimal bewegt. Ich muss wahrscheinlich auch einfach den Holocron gleich nochmal benutzen. Weil ja, sie haben sich ja auch in die andere Richtung gestellt, ne? Du bist ja jetzt in eine andere Richtung gegangen als sie. Ja, ja, aber es geht von beiden Seiten. Was ich habe halt hier, ich muss Cutscene ja dahin. Pass auf, ich kann jetzt. What? Ach nee, das sind nur. Das ist nur. Ja, das war gerade perfekt aligned, deswegen dachte ich, könnte. Aber der Chaos Cube hat auch seine Farbe wieder verändert zu grün, ne? Also. Ja. Ist das irgendwie Zeit gebunden? Oder? Nee, das ist einfach. Wenn die eine Einstellung ist, ich hab's nochmal benutzt, dass daran lag's. Oh cool, das knack. So. Hinterm. Ah, jetzt hatte ich das. Warte mal. Jetzt kann ich da oben hin, weil das nach oben ging. Nee. Nee. Ich glaube, du musst auch da raus, wo sie dich mit der Cutscene hingepointet haben. Hm. Das dreht sich jetzt so. Weil da komme ich ja auch nicht hin, wenn sich das gleich dreht. Weil, warte mal, bevor du das machst. Ich mache ja nichts. Aber weil das dreht sich ja nur in die Richtung, da komme ich ja so, da ist ja egal, wo ich bin. Was ist denn in der Richtung geradeaus gewesen? Was? Dann geh nochmal hier hin. So, jetzt ist ja der Cube gedrückt und wenn du jetzt nach rechts gehst, wo kommst du da hin? Da bin ich gekommen. Aber sie haben dich hierhin gepointet. Nee, ich stand hier. Das Ausrufezeichen ist ja auch da. Aber ich meine, hier ist sogar ein Pfeil auf dem Boden. Nee, nach der Cutscene standest du an dieser Dings. Also deswegen, vielleicht kommst du hier nochmal zu einem anderen Schalter. Und dann über einen Umweg da? Ja, das kann sehr gut sein. Versuchen wir das mal. Weil der geht ja hier nach links. Ja, ja. Und nach rechts. Let's und überhaupt. Out. Das dreht sich aber auch gleich. Ich glaube, das sollte trotzdem passen. Boah. So. Ach. Living on the edge. Die Musik für diese kleinen Dinger ist wirklich sehr lustig. Coole Musik. Die müsste eigentlich so höher sein. Nee, nee.
Okay, es waren tatsächlich einfach nur die Bosse, die so schwer waren, weil es halt Bosse waren. Aber ja, das war echt ein gut designter Boss für das Kampfsystem. Das war okay. Also der war auf das Kampfsystem ausgelegt und du musst einfach nur dir eine Taktik überlegen und dann war es anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. Noel ist gleich tot, ne? Wen? Okay, wer? Geht's. Nee, schon gut. Wer? Wer? Seid zu null? Allerdings ist dieses, man muss sie beide gleichzeitig besiegen, so. Sehr Klassiker. So ein, ja genau, so ein Klassiker. Klar. Ich habe gerade nebenbei, als wir ein bisschen gestolpert sind, habe ich mal im Wiki nachgeguckt, also ganz gleichzeitig nicht und wenn die Party stark genug ist, dann reicht das Zeitfenster locker aus. Ja. Ja, ja, sicher, wenn ich noch Zeitkram gemacht hätte. Und man kann halt, was man machen kann, ist, man kann am Anfang des Kampfes zum Beispiel ein Libroskop benutzen, dann weiß die KI sofort, was die Anfälligkeiten sind von den Scheißdingern. Weil das eine war gegen Feuer anfällig, das andere gegen Eis und dann kannst du das einsetzen und ja. Ach, dann merkt die KI sich das und macht automatisch die richtigen Sachen. Nee, was heißt, erst merkt sich das? Libroskop ist halt eine Analyse, also ist wie der Analyse-Spruch. Nee, das ist das, was ich gerade eigentlich... Also Leute haben aber auch auf das Eisding immer Fyra gemacht. Ja, nach einer Weile vielleicht, weil sie es dann gemerkt haben. Keine Ahnung, I don't know. Da ist ein Item. Ich habe nur das gesagt, was ich gerade in dem Wiki gelesen habe. Guck mal, hier geht's einfach wieder zurück. Da ist ein Treasure, von dem bin ich gekommen, auf jeden Fall. Ich bin da was ist rechts dahin? Rum. Also da bin ich gestartet. Da bin ich gestartet, bin dann hier rum. Hier kann ich ja links lang oder rechts das, lang. Und da geht es nicht nach links weiter jetzt? Doch, guck mal, weil das dreht sich ja da hinten auch nochmal. Aber das ist doch zu? Okay, guck mal. Ist das da zu? Oh, das kann sein. Das weiß ich gerade nicht. Sehe ich gerade nicht. Weil sehe ich nur naja, die... Doch, da ist eine Öffnung. Du hast recht. Ja, du hast völlig recht. Dass ein Ding dahin dreht. Du are totally right. Und da kommen wir dann hoch. Und hier ist sogar ein Checkpoint. Come on, ich will aber hier hin. Yes, ich wollte sie noch mitnehmen. Aber das Drehen muss ich ja jetzt eh einmal. Ja, genau, aber ich hätte. Ach, fuck. Ja, scheiße. Ich hätte gedacht, das muss ich einmal drehen, dann kann ich direkt weiterlaufen. Ja, dann springe ich einmal zurück und hole den Checkpoint noch. Und stellt dann kannst du ja jetzt gleich zurückspringen. Genau. Von oben. Geronimo. Yay! Kopo. Ist einfach nur, weil es auch eckig ist, ne? Das ja, aber dass die Checkpoints wie Kaktus aussehen, ist bislang der beste Einfall dieses Spiels. Ja, es gibt auch tatsächlich ein Gebiet, wo von denen viele Viecher rumlaufen und die so ein Bestandteil des Gebiets sind. Das ist auch ganz cool. Wo man die finden muss und besiegen muss und dann schaltet man Schokobos frei. Wie so oft. So rückblickend betrachtet, ich meine, Final Fantasy ist unlockbar ein Teil meiner Jugend und so weiter. Also so rückblickend betrachtet, bin ich mir nicht sicher, ob Kaktus nicht sowieso das Beste an Final Fantasy sind. So. Neben Tomberries. Tomberries sind auch toll, aber Kaktus sehen noch eine Spur bescheuerter aus, finde ich. Der würde ich zustimmen. Vor allem, wenn sie animiert sind. Ja, ja, also weil das, sie so wenig animiert sind. Das ist halt in World of Fantasy unfassbar gut. Da gibt es die auch. Ja. Und da sind die aber auch so Stop-Motion-mäßig animiert und die Charaktere fragen, was das soll. Und sind davon genervt, weil der halt so schnell, also die können den nicht fangen und der nervt den dann die ganze Zeit. Ja. Also auf diese Art und Weise, das ist wirklich super toll, wie es sich erzählt. Ich finde es halt so witzig, weil dieses wie die animiert sind, dieser Aspekt, kann doch erst in den 3D-Spielen dazugekommen sein. Eigentlich schon. Weil es gab sie ja schon vorher stimmt, und da waren sie ja animiert wie alles andere, nämlich gar nicht. Ja, du hast recht. Und dann hat irgendeiner der Animatoren gesagt, hört mal, diesen bescheuert aussehenden Kaktus, wäre es okay, wenn wir den einfach total mit 2-3 Frames animieren und das sieht dann total zerhackt aus? Weil es aber auch passt, weil die ja so eckige, also stell dir mal vor, die würden dynamisch ihre Arme bewegen, so normal. Ja, es würde ein die völlig Form, anderes Monster genau, ergeben, wenn sie so. Dann die Form brechen würden. Ich weiß nicht, was ich hier drehe. Sind halt. Achtet mal mit drauf gleich. Oh, es guckt. So, achtet mal mit drauf. Gib jetzt eine. The fuck? I don't know. Ja, ich weiß es auch nicht. War das denn gerade grün oder lila, als ich angekommen bin? Es war, glaube ich, lila? Ja, weil dann ist ja grün sicherlich richtig jetzt. Oder blau, was immer das sein soll. Ich glaube, es war lila. Ich weiß auch nicht. Ah, doch, jetzt kann ich da lang. Ja, ist richtig. Okay, sehr gut. Ich habe das hier gedreht. Dann kam ich da und dann komme ich da hoch. Ja, kommen wir da nicht auch hin? Ach, egal. Was denn? Nee, schon gut. Dreht sich das hier? Eigentlich schon. But aber now it doesn't. Nicht. Vielleicht hat es das geändert. Best. Ja, probably. Nope. Damn it. Sorry. Alles gut. Ich sollte nochmal darauf hoffen, dass es nochmal klappt. Ich kann auch einfach da warten. Nein. Ja, das ist ein weirdes Areal.
Also ich mag es halt künstlerisch sehr, das Art Design, aber spielerisch ist es nicht gut. Überhaupt nicht. Du wartest sehr viel. Ja, genau. Pausen sind viel zu lang. Man müsste sie irgendwo, oder man müsste sie einfach alle manuell kontrollieren können, weißt du? Ja. Geht sie, gehen ja, sie oder weg. Es sollte gehen sie einfach, weg. Du solltest gar nichts manuell kontrollieren, es sollte einfach ein kontinuierlicher Weg sein, wo du ab und zu diese Jump'n'Run-Pass hast. Wenn man so einmal im Flow ist, dass man nie anhalten genau, muss, wie ja. ein Super Meat Boy. Wie ein Super das Meat Boy. Das würde ich mir von Final Fantasy wünschen. Jetzt musst du wahrscheinlich der Cube bestimmt jetzt bestimmt das T-Teil da nehmen. Final Fantasy 13.2, das bessere Celeste? Nun. Was soll man. Das klang so, als ob es ein Fragezeichen denn da gibt. Das irritiert mich. Eigentlich nicht. Also, meinst du diesen Cube einfach mal benutzen? Robin hat gerade sehr wütend auf sein Knie geschlagen. Because damn weil, you, Yeoman, ah! Because the fights in this game are so much fun. Das hat halt wirklich Lightning Returns geschafft. Das hat halt ein echt spaßiges Kampfsystem. Das mag ich tatsächlich sehr. Das ist eines meiner Lieblingskampfsysteme. Das hier ist doch eigentlich simpler als das von 13, oder? Nee, das ist eigentlich genau das Gleiche. Oder wie, oder gibt es was, aber was ich vergessen habe? Hast du nicht in 13 noch mehr manuelle Befehle gegeben und nicht nur die Paradigms bestimmen? Nee, du kannst, kann ich hier ja auch. Also, du kannst ja immer Outcheck oder Abilities machen. Okay. Aber das habe ich auch in Final Fantasy 13. Aber ich meine, Final Fantasy 13 ist, war ja doch berühmt dafür, dass du die ersten 15 Stunden nichts anderes gemacht hast, als X zu drücken. Genau, und zu ja. Aber ab einem bestimmten Punkt wurden dann so die ganzen Paradigms und alles. Genau, die Paradigms wurden halt, haben sich halt geändert. Aber du hast ja nicht, du hast ja nie Zeit, die Abilities von Hand auszuwählen. Okay, also hast du im Wesentlichen das gemacht, was du hier gemacht hast. Genau. Also ich bin mir ganz sicher, Leute, die halt alles machen da und dann das High-Level-Zeug machen, die haben das bestimmt auch gemacht. Ich möchte jetzt nur als aus meiner Sicht, als jemand, der es dann als Casual gespielt hat, durchgespielt hat. Da habe ich nie irgendwas anderes außer Auto-Battle gemacht. Na, und die Paradigms? Genau. We don't need you, Sarah. Stay dead. Ja, das ist ein komisches System. Es funktioniert ja schon, aber... Ja, ich glaube, mir ist klassisches Final Fantasy einfach ein bisschen lieber. Also hier in 13.2, wo man es halt direkt vollständig nutzen kann, da ist es okay. Also da finde ich es nicht schlecht. Also wo man es auch von Anfang an nutzen kann? Genau, ja. Wo es halt nicht 20 Stunden dauert und dann geht das Spiel noch 8 Stunden oder so. Und also in 13 ist es einfach furchtbar. Ich finde, wenige Sachen klingen unattraktiver als ein Kampfsystem, was funktioniert. Sure. Anstatt Spaß zu machen, wie es ein Kampfsystem sollte. Das da oben hat sich, glaube ich, gedreht. Ja. Ich weiß nicht, ob es sich drehen sollte. Gehen wir mal zum anderen Cube da. Ich glaube, das dreht sich das überhaupt zu uns? Nee. Nicht? Ich glaube, das dreht sich an uns vorbei. Von da nach da. Und zwar über, vermittelt über die hintere Achse sozusagen. Okay. Dann. Muss ich ja, ich glaube, du musst schon hier. Nee, ich glaube, es ist schon richtig, wo du hin wolltest. Aber das ist ja nur ein anderer, der alternative Weg. Oder nicht? Sind hier? Kann man hier nicht nach rechts irgendwie? Nee. Also nach links kann ich. Und dann, aber doch, da kann man doch dann die Treppe runter. Ja, bestimmt. Aber kommt man auf der nach oben irgendwie? Ist da ein Tratsching. Und da geht's nicht weiter. Ja. Da geht's nicht weiter, okay. Dann muss ich hier auf jeden Fall nicht lang sein. Ich will zurücklaufen. Was ich aber nicht will. Oh, hier hätten sie Kämpfe echt sein lassen können. Außer ja, da wäre ich Fan Bosse. Von gewesen. Weil ich finde sowas bei so Puzzle-Sachen auch immer so desorientierend, wenn man dann wieder zurückkommt aus dem Kampf. Ja, dann ist es aber durch den Cube jetzt. Okay. Weil vorher ist das an uns vorbeigeglitten. Die brauchen wir nicht. Hast du nicht so ein Ding, mit dem man Zubats abwehrt? So ein Item oder so? Ein Schutz, ein Top-Schutz? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob es hier sowas gibt. Es gibt nämlich nicht so viele Items. Na gut, also hier offenbar nicht. Oh well. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ich mir bestimmt von Chocolina kaufen können. Und hier muss ich lang. Aber nur, wenn du bei ihrem kranken Fetisch mitmachst. Welcher ist der? Sie will, dass du sie dabei beobachtest, wie sie ein Ei legt. Das ist... Wow, das ist zu akkurat. Ich habe... Und dabei singt sie... Warum dreht? Ich verstehe echt nicht, was diese Dinger sollen. Dreht sich das jetzt auch, ne? Eigentlich muss ich ja das, will ich ja, dass das sich dreht. Kann sich das drehen? Ist das nicht oben verankert? Nee. Lass mich immer so lange. Weil es ist doch scheiße, dass man die Cubes benutzt und nicht genau angezeigt bekommt, was sie bewirken. Das kann doch keine Absicht sein. Also doch, ist schon Absicht, aber
doch scheiße. Fragt man sich bei so vielen Sachen. Die zoomt ja auch raus, die Kamera, wenn ich jetzt nochmal benutze. Wenn jedes, beim jeden zweiten Knopf zoomt die Kamera heraus und zeigt mir irgendwas. Nur was zeigt sie mir? Was will sie mir? Ich glaube, es hält den fest. Nee. Hä? Ich dachte, das würde den auf der einen Position hier festhalten. Ah, es dreht sich jetzt schneller. Toll. Nee, tut's nicht. Ihr habt völlig recht, das war jetzt einfach nur das, wo der das geskippt hat. Ja. Aber warte mal, da kann ich lang. Wir müssen doch jetzt auf die Seite. Jetzt kann ich da oben lang. Ja, ich muss es wieder zurückstellen, dass es das wieder skippt. Weil es schnell einerseits das um und andererseits macht es, dass diese Treppe sich dreht. Jesus, was für ein Rätseldesign. Ja. Ich hatte eine wunderbare Story gelesen. Es gibt Fake-Nacktbilder von der Cortez, also der dieser sehr jungen, irgendwie 28-jährigen Politikerin, die jetzt. Kennst du das mit dem Fußfetisch? Senat, ja, genau, kennst du die Story? Ja, ja. Und da wurde dann herausgefunden, dass das halt ein Fake ist, natürlich, und die herausgefunden wurde von einem Redditor, der halt anhand eines, also seines, wegen seines wegen seines Fußfetisches erkannt hat. Er sagte nämlich, okay, diese Füße sehen halt falsch aus und das könnte auch eine Missstellung sein, aber bei Wikifeed, in dem Wikifeed-Eintrag von der Cortez, steht nicht, dass sie diese Fehlstellung hat, deswegen glaubt er das nicht. Und dieses Wissen, dass es Wikifeed gibt und es für wahrscheinlich alle Frauen dort, oh du Arschloch, dass für alle Frauen dort einen Eintrag gibt, das war so ein Wissen, mit dem ich 2019 nur ungern startete. Fetus saves today again. Ja, wirklich. Aber das hat er so nebenbei gedroppt. Nee, bei Wikifeed war da kein Eintrag zu. Ja, ich bin jetzt nicht so schockiert, weil ich tatsächlich schon wusste, dass es das gibt. Ja. Das wiederum schockiert mich nicht, Leo. Ja, Wow. Holy crap. The fuck? Ich meine Phoenix Downs schlucken muss, ey. Ist das ein Fischvogel? Ja, das ist ein Fischvogel. Das ist korrekt, Tom. Abkalu? Abkalu, der Fischvogel. Abkalu, Beruf, Fischvogel. Das war doch ein One-Hit-Kill, Alter. Was ist das denn? Und again, you never saw it coming. I didn't. It's true. You'll never saw it coming. Get it? Das ist grammatikalisch falsch. Der Wortwitz ergibt keinen Sinn. You'll never see it coming. Ja, weil ich saw it gesagt habe. Achso. Das ist, wurde ja jetzt. Ja, gejuggelt. Wir haben auch schon mehrmals gejuggelt. Ich weiß gar nicht, warum ich das gefragt habe. Tacken uns in die RPGs. So, jetzt habe ich Orientierung. Oh, hier war ein Checkpoint. Gut, dass ich hier war. So, dann müssen wir jetzt ja bestimmt diese Kugel nochmal benutzen. Diese Kugel. Wow, das war. Puh. Was? Der Alzheimer rückt näher. Ich habe diesen Kasten Kugel genannt. Ja, diese Kugel. Aber ich komme ja auch hier mit dahin. Ich meine, sie hat so einen runden Schimmer. Ja, versuch nur, Robins früher ersetzte Demenz zu relativieren. Ich glaube, ich will das aber nicht benutzen, weil ich kann jetzt gerade zumindest dahin. Das ist schön. Ich finde es gut. Ich sage, folge deinem Herzen. Folge deinen Träumen. Was? Ich benutze sie doch. Weil wenn ich die benutze. Guck doch einfach, was passiert ist. Nee, ich weiß, was passiert. Wenn ich benutze, ist das gleich wie vorher, dass dieses Ding auch in der Mitte hält, also da. Weil jetzt geht's daran vorbei. Und dann wiederum komme ich an den Kasten. Allerdings weiß ich nicht, was ich dafür, ob ich den brauche. Versuch's doch einfach. Drück doch einfach mal. Ach so. Drück doch einfach mal. Ja, aber also, das ist doch klar, dass er das macht. Tom, stress nicht. Ich werde jetzt einfach laufen. Das zeigt's ja immer nicht. Aber jetzt ist der da hinten auch rot. Siehst du, die haben, ja, das ist immer so. Teilen sich alle den Zustand. Ah, und jetzt, siehst du, jetzt dreht sich das hier auch mit. Das da hinten dreht sich jetzt gar nicht mehr. Naja, doch, das wird sich halt nur langsamer drehen. Oh, es dreht sich sehr langsam gerade. What? Was war das denn? Hä? Nee, jetzt dreht sich tatsächlich nicht mehr. Täuschung? Ja, also dann muss ich es erstmal so machen. Und ja, okay. Hier hin. Wie übel genau nehmt das mir eigentlich, wenn ich jetzt mein Tablet nehme und einfach Fade gucke, während ihr diese Passage hier weiterspielt? Auch wenn ihr Kopfhörer reinmacht? Masturbierst du dabei normalerweise? Also nicht beim normalen. Ja, ich habe gerade so einen kleinen Penis auf dem Boden. Das ist die Eiche. Fate nicht eine normale Serie. Mittlerweile ist Fate normal. Fate basiert auf einem. Ja. Auf einem. Erogi? Ja. Erogi. Das tun ja viele Ding. Dinge. Und das Visual Novel wurde dann abgeändert, dass die ganzen Sexszenen nicht mehr vorkommen. Basiert nicht auch hier, ich weiß nie, wie man es ausspricht, Clannad, Clannad, whatever, auch auf einem Erogi?
Gott, und das oh eigentlich Gott, so ein, diese Charaktere mit diesen Augen in... Das ist eigentlich so ein Drama-Slice-of-Life-Ding. Ich möchte mir diese Figuren nicht in erotischen Positionen vorstellen. Es ist... Basiert nicht das Bible Black RPG auch eigentlich? Was du möchtest oder nicht möchtest, ist irrelevant. Bible Black ist einfach ein guter, anspruchsvoller Anime. Ja, da ist keinerlei sexueller Inhalt jemals drin gewesen. Ja, ich werde da auch nicht einfach zuhören, wie du diese Serie besmirchst. Was die Leute da reininterpretieren, ja? Ist ja deren Sache. Erstmal reininterpretieren ist so eine Sache, die bei in der Serie wird auch sehr viel reininterpretiert. Guck mal, wie viel er da reininterpretiert. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in einem Podcast oder so erwähnt hatten, aber es gab hier ja mal in Berlin so ein kleines Kino, wo so Anime-Screenings liefen. Ja. Und da lief auch sowas wie Ghost in the Shell. Mhm. Also aber nur so ein kleines Ding. Ja. Aber da liefen auch so Sachen wie Bible Black. Kann mir wirklich und wenig unangenehmer. Ich glaube auch La Blue Girl oder so, halt so ein paar dieser Hentai-Klassiker. Oh, ich lasse mich mal killen. Und irgendwie so, wer geht denn ins Kino? Das ist so unangenehm. Guckt sich erstmal Bible Black an. Also die Sache ist, ich verstehe so als Kino Gag sowieso schon nicht. Ja, genau. So. Also, dass man so als Gag mit ein paar Freunden für For the Rules reingeht, aber dann sind ja da auch andere, die das vielleicht einfach so sehen wollen. Und vielleicht auch andere, die einfach dachten, oh, das Cover sieht interessant aus. Ich mag die Bibel. Ich mag das Koran. Ich mag die Bibel. Haufenweise christliche Jugendgruppen. Schwarz und Bibel. Genau mein Ding. Gestorben. Ja, absichtlich, weil ich nicht Felix down wollte wieder. Aber ganz ehrlich, das ist so, ich bin mir meiner Sexualität und meiner Freunde relativ sicher. Und selbst ich würde mit meinen Freunden nicht ins Kino gehen, um Bible Black zu gucken. Das ist einfach so, davon abgesehen, dass ich Bible Black wirklich, also selbst wenn ich Hentai sehr mögen würde oder so, würde ich, glaube ich, Bible Black nicht mögen. Wieso nicht? Aus mehreren Gründen. Erstens, diese Verknüpfung von Gewalt und Sex, also im Fall von Bible Black, okkulter Gewalt und Sex, dieses ganze rituelle Ding. Ist da gar nicht und sowas. Ja, das ist sehr rein interpretiert. Funktioniert für mich nicht sehr gut. Zweitens, ich mag tatsächlich den Stil von Bible Black nicht besonders gerne. Ich finde, das sieht nicht schön aus. Warum sind diese Gegner wieder so stark? Aber das nur am Rande. Ja, aber... Ja, das fand ich nur sehr lustig, als ich das so gesehen habe, weil du liest ja, erst so Sachen wie ja, Ghost in the Shell, Akira, Bible Black. Und man hört Tom noch in den anderen Raum rufen, du Dani, du wolltest doch schon mal wieder ins Kino gehen, ja, oder? Ja, endlich. Hab was gefunden. Ey, weil das ist doch Valentinstag. Pop. Schieß mich. Der war scheiße. Der war fast so scheiße wie das ganze Gespräch davor. I know. Ja, nein, aber tatsächlich, ich finde Fate von der Grundidee, ich meine, das ist jetzt nicht das Besonderste aller Zeiten, das Szenario und so weiter und so fort, aber ich finde es von der Grundidee her tatsächlich auch einfach zu gut, um es für ein Eroge zu verschwenden. Ich finde, da steckt eine gute Shonen-Idee drin. Ich habe mal ein Fate Dynasty Warriors-artiges Spiel gespielt auf der Switch. Say what? Aber ist Fate nicht so eine Reihe, wo es ganz viel auch Spin-Off kam? Gibt. Ja, unglaublich. Fate Stay Night ist etwas, was mir jetzt in den Kopf kommt. Ja, ich glaube, so hieß das. Es gibt halt x Unterserien. Es gibt Fate Zero ist halt zum Beispiel zeitlich vor Fate Stay Night und dann gibt es Fate Apocryphon oder sowas. Das ist dann nach Stay Night, glaube ich. Okay. Also es ist einfach... Normalerweise sind das alles halt die unterschiedlichen Enden. Also an Unlimited Blade oder wie hieß es? Nein, das kann aber nicht sein, weil Zero spielt rein zeitlich einfach Jahre davor. Nicht Zero. Zero ist das Prequel, aber es gibt ja noch drei unterschiedliche Serien, die jeweils einen eigenen Pfad des Spiels dann genau, es imitieren. Gibt zum Beispiel von Fate Stay Night gibt es drei Versionen. Das ist eigentlich ein cooles Konzept. Drei Serien de facto. Ich gucke jetzt gerade Unlimited Blade Works. Genau, das meinte ich. Ja. Das wollte ich irgendwo gucken, weil es unglaublich gut aussieht. Aber es ist auch nett. Ich meine, du verpasst jetzt keinen absoluten ober-mega geilen Anime, wenn du es nicht guckst, aber es ist nett. Ja. I like it. Und ich habe wirklich schon schlechtere Konzepte für Fantasy schon Anime gesehen und so weiter. Okay. Außerdem ist es ziemlich nerdy, weil halt es werden diese Schutzgeister beschworen und die sind halt in Charakterklassen. Und die Charakterklassen sind halt wirklich Archer, Caster, Berserker, Assassin, Saber, Rider. Ja. Nicht Saber, Rider, sondern Saber und, ja, okay, und auch Rider. Hier irgendwas gemacht, I don't know what. Mit schöner Stimme, Robin. Just go with the flow. Ja. Wo war denn das? Ah, ich kann jetzt hier hin, okay.
Gosh Flows, glaube ich, auch aus irgendeinem. Oh no! Oh no! Oh shit! Da hast du ja gerade den zum letzten Kaktus. Going with the Flow ist, glaube ich, auch aus einem Yu-Gi-Oh! Anime. Oh, ist das sowas wie Zeit für ein Duell? Oder It's Time to Duel? Ja, ich weiß nicht mehr ganz, in welchem Zusammenhang es war. Vielleicht war es Sexal oder The Ex? Sexal. Sexal ist das für ein Wort? Nee, in The Ex war es doch Get Your Game On, oder? Get Your Game On, ja. Was ich auch eigentlich nur dadurch kenne, dass in Yu-Gi-Oh! Abridged Yami es sagt an einer Stelle, wo er versucht, positiver zu sein beim Kämpfen und dann Well done, dude, and get your game on. Ich guck ganz gern von Little Kuribo, der Yu-Gi-Oh! Abridged macht, auch sein wie er GX guckt und zu jeder Folge einen Recap macht. Aber es ist nur das Recap, ne? Es ist wirklich nur das Recap, aber es ist trotzdem auch sehr lustig, weil der Typ halt einmal lustig ist. Ja. Did I do it? Was did it? It looks like the end. Ja, ich glaube du. Das war voll der Jumpscare. Tom ist auch voll zusammengezuckt. Oh Gott. Ja, ich hab Tom erschreckt. Oh, das ist natürlich. Aber ja, du. Aber die, so die Perspektive war super, aber wir sind alle so ein bisschen näher rangerückt. Ja, ja. Ja, vorher alle noch so, ist das der Moment? Und schön. Einfach nur schön. The gift that keeps on giving. Jumpscares. Jumpscares? Das ist auch, das ja. Neue Genre? Ich gucke das zur Sicherheit, ob ich nicht das Ausrufezeichen irgendwie verpasst habe. Was für. Ja, das war. Ich wäre gleich direkt davor. Oh boy. Das war wirklich gruselig. Das erinnert mich aber wirklich sehr an 15. Gerade mit, wenn die sich so drehen und du während des Drehens. Ja, das ist halt eine sehr langweilige Version. Ja, es ist eine sehr langweilige Version. Ganzen 15er-Konzept. Wir gucken mal, wie lange wir schon hier sind. Yep. Ja, wie viele Folgen werden das sein? Oh, ich hoffe nicht so viele, Robin. Ich hoffe, du machst sie nicht zu kurz. 5 Minuten Folgen? Gerade hier muss man doch von zehren. Das ist jeden Tag eine kleine Portion. Man darf sich nicht überfressen. So, jetzt aufhören. Ja, ja. Aber ich bin mal gemein, dass auch so einfach runterfallen kann. Die Katzen, die fliegenden, das sind die. Oh, und ein Dings. Die Propheten. Behemoth. Ah, die ersten Schrödinger. Schrödinger. Get sind, it? Das sind die Propheten aus Halo, die in ihren Pots rumschweben. Nur als Katzen. Genau, nur jetzt. Oh, das wäre auch ein interessantes Halo-Universum. Für mich sehen sie ein bisschen aus wie diese neuen bescheuerten Monsterkonzepte in Fallout 76, wo die ganze Zeit irgendwelche Urban Legends in den Bildern als Monster umgesetzt werden. Mothman und was weiß Alter, ich nicht was alles. Was ist denn hier los? Manchmal sind die Kämpfe mega einfach und manchmal sind die auch gegen die gleichen Monster dann wieder super schwer. Konzeptuell verwirrt mich das alles sehr. Ich lasse mich mal killen. Na denn. Weil dann kann ich ja einfach vorbeilaufen? Genau, hoffentlich. Und manchmal spawnen sie dann gar nicht. Komm, Nö, gib auf. Gib auf! I can't give up! Das ist auch ein cooles Design wieder von dem Vieh hier. Der Proto-Behemoth. Gab's halt nur schon öfter mal. Ja, Behemoth, ja, aber dieses Schädeldesign mit diesem. Genau, er hat ja keinen Oberkiefer, halt. Er hat ja. Genau, der Oberkiefer so ist Schiene, diese Schiene, ja. Die. Aber das ist doch nur der Aufsatz. Ein Chapeau. Nee, das ist. Ich glaube, das unter halt keinen richtigen Kopf. Alter. Weil die anderen Behemoths haben ja auch elektronische Teile. Also ich glaube, das sind alles so halb elektronische Dinger. Ja, das. Deswegen fand ich auch ein bisschen weird, dass das Nöl-Ding die gehandelt hat in der Zukunft da, weil die wirken nicht so wahnsinnig nahrhaft auf mich, diese Cyborg-Viecher. Die sind bestimmt. Naja, wenn sie Cyborgs sind, ist ja noch ein bisschen was. Ja, aber willst du wirklich Fleisch essen, was dran. Du durch Metall durchsetzt und Kabeln? Das ist, weißt du, was ist, du für Fleisch isst? Ist wie mit so Gräten, sehr gesundes. Ja, total. Das ist wie mit Gräten, dass du dann Kabeln, weißt du, zwischen den Zähnen hast. Ja, ist auch nicht so. Jedenfalls, wenn ich heutzutage Fleisch esse, muss man sagen, habe ich keine Elektroteile drin. Das stimmt. Oder sie sind halt zumindest so klein, dass wir sie nicht merken. Ist das Plastik? Das sind Nanobots. Ja. Nanomachines.